Doping. Doping bedeutet die Einnahme von unerlaubten Substanzen zur Steigerung der Leistung, insbesondere der sportlichen Leistung. Doping kommt aus dem Englischen und kommt eigentlich vom Wort to dope, das heißt Drogen verabreichen. Also Doping heißt zunächst mal einfach Drogen zu verabreichen. Aber es gibt einen anderen etymologischen Ursprung, das ist im Afrikaans. Dort gibt es einen sogenannten Schnaps, das ist Dope. Und Dope zu sich zu nehmen heißt also Schnaps zu sich zu nehmen. Und die Afrikaner, also mit 2a, haben den Ausdruck Dope verwendet für Getränke mit stimulierender Wirkung. Und so wurde es schließlich im Rahmen von unerlaubten Mischungen, um Leistungsfähigkeit zu stärken. Doping hat noch andere Bedeutungen. Manchmal spricht man von Gehirndoping. Das heißt, man nutzt irgendwelche Substanzen, um klarer denken zu können. Manchmal wird aber auch letztlich Kaffee als eine Art Gehirndoping bezeichnet. Und es gab im 20. Jahrhundert auch Kokain, Morphin und Strychnin, die als Dopingmittel bezeichnet werden. Und seit den 1930er Jahren gab es eben medikamentöses Doping im Sport. Und seit 1968 gibt es Dopingkontrollen bei den Olympischen Spielen. Doping hat viele verschiedene Nebenwirkungen. Und so ist es wichtig, dass der Sport von Doping möglichst befreit wird. Denn die Athleten leiden noch Jahre und Jahrzehnte nach der Verabreichung von Doping unter den Nebenwirkungen.